Kern raus. So, jetzt haben wir nur feinste Ware vom Salat und den rupfen wir. Wir rupfen ihn hinein in die Soße. Nicht schneiden, dann kriegt der Zug gerade Kanten. Das sieht nicht aus. Wir rupfen ihn. Hinein. So, jetzt vermischen wir ihn mit der Soße und probieren. Klein bisschen Zucker noch. Bisschen mehr Zucker. Oh, lecker. Noch ein Schuss Zitrone rein. Oh, gut. Also, richtig gut. Toll. Dazu trinke ich ein Glas Rotwein. Ja, lecker. Bisschen warm ist der Rotwein. Er ist mir ein bisschen zu warm. Man müsste vielleicht ein bisschen Eis reintun. Ich glaube, ich habe hier Eis. Aber das ist zu groß. Okay. Na, dann kann ich ja mal. Ich kenne das ja, dieses Eis, das kleine, was man immer für Kalkirinja benutzt. Dies ist mir zu groß hier, die Stücke. Das meine ich nicht. So, dann wickel ich die Eiswürfel hier in die Schürze ein. So, lege das hier aufs Brett, bein das zur Seite, wenn es kaputt geht, und schlage dann ein bisschen mit dem kleinen Hammer das Eis kaputt. Crunchy, das ist crunchy. Ich glaube, Eis oder Ice Cream, no. Ice Crunchy, Ice Splitter. Ich glaube, Ice Splitter. So, jetzt gucken wir mal rein. Ja, ganz schön klein. So klein. Und jetzt kommt es in den Wein hinein. Prost. Oh nee, das ist zu kalt. Nee. Der ist zu kalt geworden. Schmeckt nicht. Der schmeckt überhaupt nicht. Nee, der schmeckt mir nicht. Nee, weg damit. Viel zu kalt. Jetzt sind wir durch. Wir haben leckere Kartoffeln gebraten. Wir haben Speck und Zwiebeln. Will ich mal den Speck eben probieren? Ja, er ist auch richtig heiß. Da sind jetzt auch keine schädlichen Sachen mehr am Überleben, sondern der ist richtig heiß gemacht und der ist jetzt ganz, ganz gesund und sehr, sehr sauber. Ich möchte es noch gern zusammengeben. Soll ich das machen? Man könnte ja, das wäre jetzt nochmal so eine Idee von mir, man könnte ja dazu vielleicht noch Ei nehmen. Speck und Zwiebeln, Kartoffeln und Ei. Genau. Wir nehmen dazu noch zwei Eier. Wir schlagen zwei Eier auf. Und dann schlagen wir sie mit dem Schneebesen. Wir würzen mit ein bisschen Salz. Wir geben hinzu Kräuter. Kräuter können wir auch ein paar in die Kartoffeln geben. Das ist jetzt an der Zeit. So. Und wir pfeffern, wenn wir Pfeffer haben. Wenn wir keinen Pfeffer haben, lassen wir ihn weg. Wenn wir Pfeffer haben, nehmen wir ihn möglichst nicht aus der Mühle. Wir schlagen die Eier, bis sie praktisch richtig geschlagen sind. Das muss man auch ein bisschen im Gefühl haben. Ich könnte jetzt sagen, ja, 1 Minute 30 oder 2 Sekunden 2 Minuten 15 oder schlagen sie 4 Minuten. Nein, ich möchte, dass man das aus dem Gefühl heraus macht und auch schaut einmal, sind sie schon schaumig? Werden sie schaumig und werden sie somit also auch gut. So, gut. Ja, dann können wir gleich essen. Gleich geht's los. Jetzt gebe ich das Ei in diese Kartoffel-Speck-Zwiebelmischung hinein.
Und es sieht richtig klasse aus. Zeig mal. Rotwein und Eis, das ist, also das ist nicht gut. Rotwein sollte lieber ein bisschen warmer, das ist nicht so erfrischend, aber er sollte einfach ein bisschen wärmer sein. Und deshalb trinke ich noch mal einen Schluck, was hier in der Flasche war, ohne Eis. Und sage so schon einmal auf Wiedersehen und freue mich, dass der Rotwein so gut war. Wir füllen gleich auf. Jetzt müssen wir noch ein bisschen wenden. Unten ist das Ei schon gar. Jetzt wenden wir. Oh nein! Hier. Ist das gut? Ich kann schon mal auffüllen. Als erstes an die Seite ein bisschen Salat in Joghurtsoße. Den geben wir hier vorsichtig hin. Ich mache das gern mit den Fingern, die sind ja sauber und so haben wir kein Metall an dem Kohl. Ja, das wäre nämlich ganz blöd, wenn der nach Metall schmeckt. Deswegen Hände waschen und mit den Händen gerne aufmachen, weil er ist ja nicht heiß. Die Kartoffeln hingegen, die sind heiß. Die nehmen wir mit der Zange, aber das ist ja kein Metall. Ach doch, das ist Metall. Oh, nein, wir nehmen eine andere. Das ist kein Metall. Das ist kein Metall. Das war eben Metall. Dies ist kein Metall. So, ist das lecker? Wie nennen wir das denn nun mal? Ich glaube Kartoffeln mit Salat. Das reicht uns. Und ein bisschen kreativ sein, nicht alles glauben, was erzählt wird, selber ausprobieren, sehr, sehr viel probieren und immer wieder studieren und sich dabei wohlfühlen und sehr, sehr guten Appetit entwickeln. Oh, wirklich. Oh. Unglaublich. Ein richtig schöner. Ein Genuss. Oh. Vielleicht ein bisschen viel Butter.